Ja, Asus G550 schalte ich ein und dann kommt das sofort im BIOS. Ja, das passiert, wenn kein Bootlaufwerk gefunden wird. Tja. Laufwerk. Nochmal Restore, aber das wurde schon hier ziemlich, denke ich mal, alles gemacht. Na gut, ne, passiert nichts, also bleibt nichts weiter übrig, Gerät abschrauben. Schauen wir mal nach, was los ist, warum das Laufwerk nicht mehr erkannt wird, damit er booten kann. Okay, also ja, da kann ich schon mal Stecker rausziehen. Hier ausschalten, das Gerät umdrehen. Und ja, hier sieht man die Schrauben, die Abdeckung, also das Gerät zerlegen. Ja, sehr vorsichtig sein, das sind ja hier ganz kleine Schräubchen und dafür braucht man den kleinsten, ja, sehr feine und sehr präzise Werkzeug. Ich habe hier so eine jetzt neulich von, sollte sehr gut sein, bin ich aber enttäuscht, ehrlich gesagt, weil bereits schon nach den, ja, nach den zwei, dreimal Schrauben sind die schon abgenutzt, also nicht gehärtet oder so, das ist ja, die Idee an sich ist gut. Teil. Aber wie gesagt, war ich nicht zufrieden. Ich habe natürlich viele Werkzeuge, also man kann hier sehen, das ist schon, ja, kaum noch brauchbar und gerade, man braucht ja nicht so viel, sondern nur eins oder zwei von diesen kleinen Bits in alle Formaten. Finde ich schade. Ja, aber egal, Werkzeug habe ich genug da. Wollte nur sagen, also hier, wenn jemand auf die Idee kommt, ich würde mir jetzt ehrlich gesagt das Geld dafür sparen hier. So, jetzt machen wir aber das Gerät auf und schauen mal nach, was drin los ist. Ja, also ist klar Metall. Geht aber einfach abzunehmen, da braucht man nichts zu sagen. Aber nur bloß damit aufpassen, nicht auf die Elektronik kommen. Ja, und da kann natürlich klar sehr viel Staub entgegen. Die Lüfter hätten schon längst gereinigt werden müssen. Das erste, was ich mache, ist ja, hier Akku abschrauben und abnehmen, auf jeden Fall. Und wie man gut sehen kann, hier ist die Festplatte. Dann die Festplatte rausnehmen und mittels so einem Adapter, hier gibt es alle möglichen Formaten, ja, also am besten USB 3.0, dann kann man die Festplatte an den Rechner anschließen und dann überprüfen, was damit los ist. Und sicher kann man eine andere Festplatte, wo ein Betriebssystem vorinstalliert ist, anschließen und das Gerät einschalten und schauen, was passiert. Aber erst einmal Akku raus, die Festplatte raus, dann die ganzen Klumpen hier, Staubklumpen, die müssen unbedingt weg hier. Ja, also ich ziehe mal den Stecker hier raus und blockiere die Propeller und dann kräftig mit einem Druckluft, also nicht das Ding hier hochdrehen lassen, sonst kann unter Umständen das Board kaputt gehen. Und besser ist, wenn man die Lüfter komplett rausnimmt, dass die geklebte Folie hier sehr vorsichtig abmacht, also nicht abreißen, damit die Stelle luftdicht bleibt, strömungsdicht bleibt. Und dann die ganzen Klumpen hier, ne? Also wenn so eine Staubklumpen sich hier einklemmt, dann ist vorbei. Dann blockiert irgendwann mal die Propeller, auch so eine kleine hier reicht aus. Und das war's dann, ne? Ja, und ja, dann schauen wir nach, was die Festplatte dazu sagt. Okay. Ja, also die Kingston Festplatte wird nicht mehr vom Betriebssystem erkannt, von gar nichts, also keine Reaktion, verbraucht auch irgendwie zu viel Strom, also über 1 Ampere schaltet ja
das mit einem Y-Kabel schalten die USB-Anschlüsse an den PC aus. Ja, und jetzt habe ich immer so eine kleine Festplatte hier und mache Installation durch. Ich mal vorsichtig hochheben, weil es ist nicht im Gehäuse drin, also nicht festgeschraubt. Das ist die SSD-Festplatte zum Testen. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt, um zu sehen, was hardware-technisch hier passiert. Ob der Rest in Ordnung ist oder ob mir jetzt die Festplatte kaputt macht. Kann möglich sein, dass du irgendwie einen Fehler an Bord, zum Beispiel Spannungsfehler, meine Festplatte kaputt macht. Deswegen habe ich so eine kleine 60 GB SSD zum Testen. Wäre mir nicht so leid tut, wenn es kaputt geht. Aber wie gesagt, hier läuft die Installation durch. Ja, was mit der SSD los ist, kann ich nicht sagen. Müsste mal abschrauben und überprüfen. Wenn hier Daten drauf sind, dann habe ich momentan keinen Zugriff. Ja, und lasse ich es mal so laufen. Sieht aber gut aus. Ja, und dann schauen wir nach, ob der von Anfang anspringt. Also die Gamer-Zeichen von Asus anzeigt. Das bedeutet beim Booten, also beim Nachteinschalten, das bedeutet, er findet ein bootfähiges Laufwerk und dann startet natürlich von dem bootfähigen Laufwerk und kommt nicht mehr direkt im BIOS. Na, man kann sehen, die Installation läuft sehr schnell und die lasse ich, die unterbreche ich jetzt ab aus und ja, dann schauen wir noch eine andere Festplatte montieren hier und das Betriebssystem neu installieren. Und dann dürfte keine weitere Probleme sein. Ne? Also SSD hier von Kingston fehlerhaft. So, die Installation ist fertig. Einschalten. Und ist extrem schnell. So, das Teil macht ja richtig Laune. Na, also Betriebssystem installiert, da ist nur die Festplatte defekt, hier nochmal aufpassen, also das ist jetzt meine Testfestplatte und ansonsten muss ich mich jetzt an die Hardware ranmachen, diese Staubklumpen laufen überall runter, dann nehme ich meine Plaste raus und dann mache ich die SanDisk Ultra, gefällt mir sehr gut, hat einen niedrigen Stromverbrauch und ja von der Geschwindigkeit ansonsten die Prozessoren, die verbaut sind, die sind einfach klasse. Natürlich gibt es weitere Optionen, da mache ich keine Werbung jetzt für SanDisk hier. Da kann jeder das einbauen, was er möchte. Original waren knappe 500, 480. Ja gut, sind weniger brauchbar, aber wenn man sehr viele Daten zu speichern hat, dann fällt sich zwei externe SSDs und dann doppelt speichern hilft immer besser. Weil wenn man so eine externe Festplatte einzeln hat, und gerade mal so eine hier, die klassische, die sind natürlich langsam und das macht irgendwie keinen Spaß mehr, wenn man sehr viele Daten hin und her bewegen möchte. Besser ist aber, man hat ja wie gesagt zwei, falls eine davon kaputt geht, so wie hier, die da, dann hat man die zweite als Backup und dann ist alles gut. So, dann wird jetzt fertig gemacht das Gerät. Ja, mehr habe ich hier nicht zu sagen, so in etwa. Sieht das Gerät aus mit einem Problemchen und das wird jetzt erledigt und geklärt und repariert. Fertig.